So, auf einen Kaffee mit, und das Ganze natürlich werbegebrandet, Patrick Steuerwald, der sich nachher dann im Training ja schinden muss und deshalb ist er jetzt nochmal da, kurz vor dem Training. Trinkst du auch einen Kaffee? Aber natürlich. Okay, wunderbar. Dann legen wir los. Ich hoffe, ich kann diese Maschine bändigen. Ich bediene sie heute wirklich zum ersten Mal in meinem Leben. Aber guck mal, Revolververschluss. Passt. Stell mal drunter, damit du wenigstens was abbekommst. Oh. Dann lassen wir das Ganze einfach mal laufen. Wird jetzt ein Heimlernen. Oh, haben wir schon gedacht. So, okay, da läuft das Ganze mit hinein. Und während das Ganze sich hier füllt allmählich. Wie schaut es jetzt eigentlich aus bei euch? Ihr seid ja in der Vorbereitung für die kommenden Playoffs. Und das Irreste überhaupt ist der, ihr werdet euer Viertelfinal-Heimspiel nicht daheim austragen, sondern in Innsbruck. Ganz genau. Warum? Ja, anscheinend gibt es Regularien, die besagen, dass unsere Halle für den Playoff-Betrieb nicht die Norm erfüllt, sprich zu wenig Zuschauerzahlen, zu wenig Zuschauer reingehen und die Hallenhöhe nicht die erforderte von 9 Metern erfüllt. Und deswegen wurde auch, wie bereits schon im Pokal-Halbfinale, das wir ja in Berlin spielen durften, als Heimspiel, ausgelostes Heimspiel, werden wir jetzt auch unser Heimspiel im wichtigsten Spiel des Jahres für uns, im Viertelfinale der Playoffs, in Innsbruck austragen. Aber ihr spielt doch in der Bundesliga gegen die gleichen Mannschaften oder jetzt dann auch im Viertelfinale gegen eine Mannschaft, gegen die ihr auch ganz normal die Bundesligaspiele in der schönen Nikolaushalle bei euch ausgetragen habt, im Herrsching. Und nun plötzlich sagt der Verband, nee, passt nicht, ihr müsst woanders hin. Ja, also es ist anscheinend, die Liga hat das in ihren Statuten drinnen stehen. Und ja, das klingt sehr paradox, ist aber so. Andererseits, glaube ich, gab es noch nicht so viele Volleyballvereine oder Allgemeinvereine, die ihre Heimspiele dann im wichtigsten Spiel vor ihren eigenen Zuschauern quasi im Ausland ausgetragen haben. Von daher ist der GCDW mal wieder Spitzenreiter oder Vorreiter, was vielleicht einen neuen Trend darstellt. Wer weiß. Ja, es ist eine Premiere für den Verband. Du kannst übrigens schon anfangen. Soweit ich mitgekriegt habe, auch die Frauen aus Aachen werden ihr Heimspiel eben nicht in Aachen austragen. Die gehen dann nach Belgien rüber. Ist ja gleich um die Ecke. Prost, ich weiß nicht, ob man mit Kaffee anstößt, aber. Na komm, okay. So, also. Wie ist es jetzt von euch vom Gefühl her? Klar, ihr müsst raus aus der Halle, ihr musstet schon beim Pokalspiel, musstet ihr dann auch raus, da wurde dann in Berlin gespielt. Wie geht ihr damit um? Ja, es ist, wie gesagt, es ist natürlich schon eine Schwächung oder irgendwie auch ein bisschen, ja, eine komische Situation, weil man spielt die ganzen Heimspiele zu Hause, man freut sich, dass man zu Hause spielen darf und wie gesagt, jetzt kommt eigentlich das wichtigste Spiel des Jahres und ich denke, uns werden einige Fans mit nach Innsbruck begleiten, aber es ist halt trotzdem nicht diese Atmosphäre, die man gewohnt ist, vor der man ja, jedes Mal sich wieder freut, wenn man da spielen darf, die Zuschauer kommen, die Atmosphäre bei uns ist ja sowieso sehr speziell, geht immer brutal ab und das wird jetzt halt alles anders werden. Ja, wir haben in Innsbruck ein paar Trainingsspiele gemacht, also so richtig weiß ich noch nicht, wie wir damit umgehen. Wir müssen irgendwie den Fokus finden, zu sagen, es ist unser Heimspiel, da müssen wir alles ganz normal reinwerfen, aber ja, bisher habe ich nur Trainingsspiele in Innsbruck gemacht. Ich hoffe, wir werden den Schalter trotzdem rechtzeitig umlegen und irgendwie das hinkriegen. Ja. Euer Gegner sind die United Volleys Rhein-Main aus Frankfurt. Die waren Dritter nach der Hauptrunde, ihr wart auf Platz 6. Also ich glaube, die Favoritenrolle ist schon so ein bisschen damit vergeben. Was rechnet euch trotzdem aus? Ja, die Favoritenrolle ist klar vergeben. Wir haben zweimal gegen Frankfurt auch in der Normalrunde gespielt, haben zweimal relativ knapp verloren. Deswegen, es ist Sport, es ist nichts unmöglich. Wir müssen halt schauen, dass wir guten Volleyball zeigen. Und wenn wir, denke ich, guten Volleyball zeigen, dann wird es Frankfurt schwer haben, uns zu schlagen. Ja, wenn Frankfurt auch einen guten Tag hat, dann wird es wahrscheinlich eher für Frankfurt ausgehen. Aber ich denke, unser Ziel ist es, wir wollen guten Volleyball zeigen und der Gegner muss zeigen, dass er besser ist. War es eine erstaunlich gute Saison, als Sechster dann abzuschneiden nach der Hauptrunde? Es war mein persönliches Ziel, direkt in die Playoffs zu kommen, weil diese Pre-Playoffs letztes Jahr, das weiß nicht, das war nicht so meins. Da hatte ich keine Lust mehr drauf dieses Jahr. Nee, ich habe gesagt, wir haben das Potenzial, wenn sich keiner verletzt, dass wir den sechsten Platz erreichen können. Jetzt hatten wir viele Verletzte, haben den sechsten Platz trotzdem geschafft. Deswegen ist es, denke ich, doch eine anständige Saison. Aber die ist jetzt noch nicht vorbei. Und ja, zwei Spiele.
oder drei. Mal schauen. Wie wichtig wäre es denn, sag mal, für den Volleyballsport in Bayern, dass ein bayerischer Verein vielleicht doch noch eine Runde weiter, Halbfinale oder, na gut, mal träumen, Finale kommt? Ja gut. Wenn die Bayern nicht in Bayern spielen dürfen, ist die Frage natürlich ein bisschen interessant. Aber ja, ich glaube, es ist letzten Endes auch für den Verein wäre es halt, ja, das wäre, glaube ich, fast ein Traum schon. Und vielleicht ist es auch noch ein bisschen zu früh, um da sich wirklich ernsthaft oder sich das vorstellen zu können, weil man muss ja auch wieder sehen, das ist das dritte Jahr jetzt, halt, glaube ich, ja, das dritte Jahr, erste Liga. Dann, ja, wir haben jetzt kleine Schritte gemacht, werden auch immer weiter kleine Schritte machen müssen, weil wir jetzt nicht eine riesen Etatsteigerung wie viele andere eben da erfahren oder erfahren werden. Und jetzt ist ein kleiner Schritt, ist diese direkte Qualifikation fürs Viertelfinale. Und vielleicht ist noch ein bisschen früh fürs Halbfinale. Auch, wie gesagt, was passiert im Halbfinale? Da müssen wir vielleicht zwei Spiele zu Hause irgendwie, zu Hause in Innsbruck oder zu wo auch Hause immer. In Innsbruck oder wo ihr dann noch hin könnt, ja? Dann spielen müssen. Ja, wie gesagt, trotzdem, meine, wir sind Sportler. Wir werden da hingehen, wir werden alles in die Waagschale werfen. Und wenn es am Schluss reicht, dann machen wir uns über die anderen Sachen Gedanken. Gucken wir, was den Verantwortlichen im Verein so einfällt. Ich habe gehört, die haben eh momentan ganz, ganz wenig Arbeit wegen neuer Halle und den Heimspielen in Innsbruck und so. Deswegen. Könnte man sie damit auch noch ein bisschen belasten? Ja, genau. Haben sie noch ein paar Kapazitäten frei? Nee, aber das wird sich dann zeigen, wenn es soweit ist. Aber wäre natürlich schon, ja, es wäre schon eher fast ein Traum. Also es wäre für dieses Jahr. Als die Herrschinger in die erste Liga gekommen sind, als GCDW, als geilster Club der Welt, mit der absoluten Bescheidenheit, mit der sie das ja vertreten, da war das am Anfang auf der einen Seite für die einen so ein bisschen ein rotes Tuch. Die haben gesagt, oh, was sind das jetzt für welche, die hauen die nur auf den Putz. Die anderen haben gesagt, endlich gibt es mal wieder so eine Disco in der Liga. Wo steht ihr denn jetzt? Seid ihr mittlerweile so die Etablierten, die vielleicht auch ein bisschen ruhiger geworden sind, oder seid ihr noch die wilden Hunde? Ja, ich denke, das ist auch immer so eine Perspektivsache. Ja. Für manche werden wir immer die wilden Hunde bleiben und verglichen zu so normalen anderen Vereinen sind wir auch schon ein bisschen wild. Es ist jetzt nicht, dass wir da alles ganz normal machen, überall hinkommen, einfach ein bisschen Volleyball spielen, am Schluss besser sind und dann wieder nach Hause fahren. Aber das ist auch nicht unsere Motivation und unser Motto, sondern wir werden immer der GCDW bleiben. Er ist natürlich, ja, bietet immer Platz für beide Seiten. Die einen sagen, coole Sache, die anderen sagen, ja, spinnt ihr. Aber wir werden der GCDW bleiben und wir haben diese Marke GCDW bisher, glaube ich, ganz gut vorangetrieben. Wenn auch nicht, manchmal musste man auch ein paar mal auf die Schulter nehmen oder auf die Füße treten. Das gehört teilweise auch dazu. Aber ich denke, wir werden da auch weiter die Schiene fahren und sind bisher eigentlich ganz gut damit gefahren. Wie ist es für dich, das nochmal mitzuerleben? Du bist jetzt nicht brutal alt für den Volleyball. Du bist gerade 31 geworden, am 3.3. Ich glaube, kann man noch nachträglich. Ah, danke schön. Alles so Gute wünschen. Ja, muss ja auch so Feste gefeiert werden, hier so mit einem Kaffee zum Beispiel. Ja, genau. Du hast nun aber schon einige Stationen hinter dir. Klar, am bekanntesten natürlich hier draußen in Unterhaching, dreimal Pokalsieger geworden. Du warst in Italien, hast in Polen gespielt, also hast auch ein bisschen was gesehen von der Volleyballwelt. Und nun mit Herrsching draußen, wie ordnest du das selber ein für dich? Hatte ich mit dem Ferdinand, der Tille, die Diskussion auch schon. Es ist trotzdem wieder was absolut Neues und was Interessantes. In Deutschland war es am Schluss dann so, dann ist man eben zu allen Spielen gefahren, war der große Favorit, hat nicht gut gespielt, hat am Schluss trotzdem gewonnen, ist wieder nach Hause gefahren, wichtig waren die drei Punkte. Das ist jetzt halt anders. Ja. Jetzt muss man eigentlich, sprich die Unterhachinger Zeiten. Genau, früher Unterhaching, genau. Jetzt ist es halt ganz anders. Wenn ich jetzt irgendwo hinfahre, egal wo, reichen 80% so gut wie nie. Das ist, weil wir eben nicht mehr die Qualität haben, die wir früher in Unterhaching hatten. Und da muss man immer wieder aufs Neue diese 100% gehen. Und erstaunlicherweise, das macht aber auch dadurch fast wieder ein bisschen mehr Spaß momentan. Ja, weil man halt einfach diese Underdog-Rolle und manchmal kann man die Großen auch ärgern. Und selbst wenn man dann ein gutes Spiel macht und vielleicht doch verliert, dann kann man auch mittlerweile zufrieden sein. Das war halt früher dann auch nicht so unbedingt akzeptabel. Da haben wirklich nur am Schluss die drei Punkte gezählt. Aber von daher ist echt der Spaß am Volleyball ist auf jeden Fall wieder da. Und ja, das ist auch genau der Reiz letzten Endes. Ja, wir wissen, wir werden nicht gegen alle unbedingt gewinnen können. Aber es ist die Chance ist immer da. Und ja, gegen die Kleinen oder gegen unsere Kaliber haben wir dieses Jahr bis auf ein Spiel alle gewonnen. Das war auch schon mal
ein sehr, sehr guter Fortschritt zur letzten Saison. Und jetzt muss auch mal ein Großer dran glauben, außer immer nur zu ärgern. Bisher haben wir nur geärgert, aber vielleicht glaubt jetzt auch mal ein Großer dran. Es würde ja ärgern, wenn ihr jetzt dann so einen rauswerft, zum Beispiel die Frankfurter, könnt ihr ja schon mal den Anfang machen. Hast du dir so deine Volleyballhörner so ein bisschen abgestoßen durch diese Station im Ausland? Oder ist nochmal denkbar, dass es dann nochmal rausgeht dann in die Welt? Du studierst ja oder bist, glaube ich, fertig jetzt fast mit dem Studium? Genau, habe jetzt mein Studium fertig, bin jetzt gerade in meinem A-Trainerschein dran. Und ja, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ja. Also, wie gesagt, Spaß auf Volleyball, der ist weiterhin vorhanden, trotz meines Alters, wie du es so schön genannt hast. Und ja, da wird man sehen. Aber auf jeden Fall, es macht weiterhin Spaß. Und ich denke, solange einem das Spaß macht und es der Körper auch mitmacht, muss man das auf jeden Fall weitermachen, weil selbst wenn ich jetzt noch 5 Jahre spiele, dann habe ich trotzdem noch ein paar Jährchen Arbeit vor mir. Genau, deswegen ist da schon die Motivation, auf jeden Fall noch eine Weile Volleyball zu spielen da. Wie läuft es in der Nationalmannschaft? Bist du momentan aktuell mit drin im Kader oder ist es eher so eine erweiterte Rolle? Ja, ich bin eher so erweiterte Rolle, was auch ein bisschen schon meinem eigenen persönlichen Status oder auf meine Kosten quasi oder meine Kappe geht, weil ich ja gesagt habe, ich musste mich jetzt die letzten Jahre eher auf mein Studium konzentrieren. Das ist jetzt fertig, aber dieses Jahr möchte ich dann auch mal wieder den Sommer mit meiner Tochter verbringen und mit meiner Freundin. Und deswegen habe ich gesagt, würde ich da eher gerne kürzer treten. Und wir haben ja genügend junge Wilde, die den Part ausfüllen können. Und man wird sehen, ob ich nochmal da auflaufen kann irgendwann, ob ich dem Team irgendwann nochmal helfen kann. Aber diesen Sommer werde ich erstmal eher ruhig machen. Du, es würde völlig reichen, wenn du mit Herrsching dann die Meisterschaft holst, dann kannst du einen ganz, ganz entspannten Sommer verleben. Mein Kaffee ist zu Ende, ich weiß nicht, wie weit bist du gekommen, du hast nur minimal dran genippt. Ich bin Espresso-Mensch eigentlich, deswegen. Ja, musst du vorher sagen. Ja. Die Rubrik heißt auf einen Kaffee, nicht ja, okay. Auf einen Espresso, aber können wir erweitern sozusagen, auf ein Kaffeegetränk so allmählich. Patrick, danke, dass du Zeit hast oder Zeit genommen hast. Du musst jetzt eh gleich weiter zum Training. Jo. Und trink den aber vorher noch in Ruhe aus. Dann schicken wir dich rüber zu den anderen. Machen wir. Damit du dich vorbereiten kannst. Und dann sehen wir uns gleich wieder im Studio und dann geht's weiter mit der Sportarena.